Hallo zusammen, wir wollen heute mit einer neuen Reihe starten. 5 Gebete, die du jeden Tag beten solltest. Und das ist ganz bewusst eine ganz kurz gehaltene Reihe. 5 kurze Videos, die euch einfach zeigen sollen, was ihr jeden Tag beten solltet. Und natürlich dürft ihr mehr als diese 5 Gebete beten. Und natürlich gibt es auch noch andere Gebete, die man jeden Tag beten sollte. Aber das ist jetzt mal eine kleine Auswahl an Gebeten, die mir einfach wichtig geworden ist. Ihr könnt also gespannt sein. Wenn euch noch weitere Gebete einfallen, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ich bin gespannt, was von euch kommt und vielleicht deckt sich das ja sogar mit den anderen Gebeten, die noch kommen werden, die ihr jetzt aber noch gar nicht sehen könnt. Fürs erste Gebet möchte ich euch heute ein bisschen mit in meine persönliche Geschichte nehmen. Bevor ich hier am BSK studiert habe, war ich ein halbes Jahr auf der Klostermühle und habe dort kurz Bibelschule gemacht. Und dort hat man so einen Flächenleseplan, wo man jeden Tag einen Abschnitt in der Bibel gelesen hat. Und als wir dort im Oktober angekommen sind, war gerade Johannesevangelium dran. Das heißt, schon an einem der ersten Tage habe ich die Textstelle gelesen in Johannes 3, Vers 30. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und wir sollten dann immer so einen Tagesvers markieren. Den habe ich mir dann markiert und diesen Vers, den habe ich dann auch zu meinem täglichen Gebet gemacht. Diese Bitte darum, dass Jesus immer mehr wächst und ich immer mehr abnehme. Es geht letztendlich darum, dass sein Wesen immer mehr größer wird in meinem Leben, während meine persönlichen Eigenschaften, all der Stolz, der Neid, die Selbstbezogenheit immer mehr abnehmen sollte. Und das ist ja ein Thema, das die Bibel an vielen Stellen thematisiert. Dass wir all das Alte ablegen sollen und den neuen Menschen Jesus anziehen sollen. Dass es um eine Wesensveränderung geht. Dass wir Jesus immer ähnlicher werden sollen und dass sein Wesen immer mehr sichtbar in uns wird. Und deshalb habe ich mir das zu einem täglichen Gebet gemacht. Und das ist auch ein Gebet, das ihr jeden Tag beten solltet. Dass ihr Jesus darum bittet, dass er immer mehr zunimmt in eurem Leben und ihr mit euren Eigenschaften, mit den negativen Eigenschaften immer mehr abnehmt. Es geht darum, jeden Tag aufs Neue zu beten, Herr, wachse du in meinem Leben. Herr, nimm mich mit allem, was ich bin und gebrauche du mich an diesem Tag. Ich möchte dir voll und ganz zur Verfügung stehen, was du heute mit mir vorhast. Letztendlich kam es soweit, ich habe mir das wirklich zu einem täglichen Gebet während der Bibelschulzeit gemacht. Und kleiner Fun Fact, nach einem halben Jahr, ich habe tatsächlich 3 Kilo abgenommen und es lag sicherlich nicht am Essen. Natürlich ist das jetzt nicht das, worum es geht. Es geht natürlich nicht ums körperliche Abnehmen, sondern vielmehr um das Geistliche. Nur fürs Geistliche war leider keine Waage da, dass ich das messen konnte, inwiefern ich da zugenommen oder der alte Dominik abgenommen hat. Und trotzdem ist es, denke ich, ein wichtiges Gebet. Es zeigt einfach diese Bereitschaft, wachsen zu wollen, Jesus ähnlicher werden zu wollen. Und für mich war diese Zeit auch eine ganz besonders wichtige Zeit, weil in dieser Zeit an der Bibelschule wurde mir deutlich, dass ich weitermachen möchte, dass ich noch mehr in der Bibel studieren möchte, dass ich auch mein Leben in den vollzeitlichen Dienst für Jesus stellen möchte. Und so ging es nach der Klostermühle dann direkt weiter hier ans BSK zum Studieren. Und ja, wo das Ganze dann mittlerweile gelandet ist, das könnt ihr ja alle sehen. Also das erste Gebet, das ich euch nahelegen möchte, ist, betet dafür, dass Jesus immer mehr zunimmt in eurem Leben und ihr immer mehr abnimmt. Wie es dann weitergeht mit dem zweiten Gebet, das werdet ihr dann im nächsten Teil sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und Gottes Segen. Lasst doch auch ein Abo da und ein Like und macht gerne auch Werbung für unsere Arbeit. Wir freuen uns über eure Unterstützung. Macht's gut, Gottes Segen euch. Ciao.